how God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Es war einmal ein Mann namens Jakob, der lebte im Lande Kanaan gemeinsam mit seinen 12 Söhnen. Der älteste war Ruben, dann kam Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Gad, Asher, Dan und Naphtali. Und schließlich Benjamin und Josef. Sie waren die Kinder von Jakobs zweiter Frau, Rachel. Da sie die Jüngsten waren, blieben die beiden zu Hause, während ihre Brüder auf der Weide arbeiteten. Jakob liebte alle seine Söhne, aber Josef war sein Liebling. Vater, wann kann ich mit meinen Brüdern die Schafe hüten? Ich träumte, es wäre nun bald soweit. Josef, du und deine Träume. Du kannst morgen mitgehen. Und um das große Ereignis zu feiern, habe ich eine Überraschung für dich. Nun, da er alt genug ist, wird Josef seine Brüder auf die Felder begleiten. Hey! Oh ja! Und das hier wird dich warm halten. Oh, Vater! Er ist so schön! Schaut euch den Stoff an! Und die Farben! Vater hätte dir einen solchen Mantel geben sollen, Ruben. Du bist der Älteste. Ah, davon kann ich träumen. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf sein Geschenk. Es erinnerte sie daran, dass ihr Vater Josef am meisten liebte. Aber der schöne Mantel war nicht das Einzige, was sie böse auf ihn werden ließ. Juda, Asher, Simeon, vorletzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Wir waren alle auf dem Feld und haben Weizengarben gebunden. Und mein Bündel stand aufrecht, während eure sich um meines sammelten und sich verneigten. Sich verneigten? Vor dir? Hä? Vater mag dich verehren, aber wir nicht. Hey, es war nur ein Traum, Simeon. Ich gehe ins Bett. Wisst ihr, letzte Nacht träumte ich, ich wäre ein Stern am Himmel. Gemeinsam mit 11 anderen Sternen. Die Sonne und der Mond waren auch da. Und sie alle verneigten sich vor mir. Elf Sterne? Du meinst 11 Brüder. Und wir sollen uns vor dir verneigen? Für wen hältst du dich? Einen König? Ach. Wenn wir die Sterne waren, wer waren Sonne und Mond? Seine Mutter und ich. Josef, du sollst nicht denken, dass deine Familie dich verehren soll. Vater, es war doch nur ein Traum. Geh schlafen. Du und deine Brüder müssen morgen sehr früh los. Wenn du verschläfst, werden sie nicht auf dich warten. Da hat Vater allerdings recht. Ach, und ich will bitte nichts mehr über Träume hören. Am nächsten Tag war Josef spät dran.
Hallo? Oh, der Träumer hat uns gefunden. Macht euch bereit zur Verbeugung, Brüder. Seht nur, er stolziert wie ein Pfau herum mit seinem neuen Mantel. Manchmal wünschte ich, wir könnten ihn loswerden. Nein, tust du nicht. Tu ich doch, wenn er nur noch einen Traum erwähnt. Simeon, er ist unser Bruder. Wir könnten ihm nichts tun. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Was hattet ihr vor? Mich abhängen? Josef begann seinen Brüdern zu erzählen, wie schlau er gewesen war, sie zu finden, aber sie hörten nicht zu. Sie hatten andere Pläne. Hey, Vorsicht mit dem Mantel! Ruben, Judah, nein! Er bleibt da unten, bis wir wissen, was wir als nächstes tun. Ruben plante, Josef zu befreien, wenn niemand es sehen würde, und ihn schleunigst nach Hause zu schicken. Oh nein! Ruben und Naphtali trieben die Herde wieder zusammen, während die anderen zu Mittag aßen. Während sie aßen, tauchte eine Karawane auf. Wäre es nicht lustig, wenn wir Josef an diese Kaufleute verkaufen würden? Warum nicht? Wir wären diese Plage endlich los und hätten auch noch Geld vom Verkauf. Alle stimmten dem schrecklichen Plan zu und Josef wurde für 20 Silberstücke verkauft. Brüder, warum tut ihr das nur? Gott, was auch immer passieren mag, ich vertraue immer noch auf dich. Ihr habt was mit Josef gemacht? Beruhig dich, Ruben. Ich beruhige mich dann, wenn ihr wisst, was wir Vater sagen sollen. Das wissen wir bereits. Wir haben Josefs Mantel zerrissen. Wir müssen nur noch eine Geschichte darum winden. Wir haben überall nach ihm gesucht, aber nur noch seinen Mantel gefunden. Oh, Josef. Was ist nur mit dir geschehen? Mein Sohn. Die Brüder logen und Jakob glaubte ihnen. Josef wurde nach Ägypten gebracht und eines Verbrechens beschuldigt. Er hatte nichts falsch gemacht, aber er wurde trotzdem in des Pharaos Verlies gesperrt. Doch sogar im Verlies vertraute Josef auf Gott. Gott? Ich habe nichts Schlimmes getan, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem hier.
In meinem Herzen weiß ich, dass all dies Teil deines Plans ist. Josef hatte recht und Teil von Gottes Plan war es, ihn mit einem besonderen Geschenk zu segnen, der Fähigkeit, die Träume anderer zu verstehen. Oh, was für eine scheußliche Nacht. Wüsste ich nur, was mein Traum bedeutet. Ha! Mein Traum war 4-mal so verwirrend wie deiner. Ich kann euch sagen, was sie bedeuten. Du verstehst meine Träume? Ha! Nicht ich. Nur Gott kann sie erklären. Ich glaube dir. Erzähl mir von meinem Traum. Ich war des Pharaos Becherträger, bis ich in Ungnade fiel. In meinem Traum sah ich einen Weinstock. An dem Stock waren 3 Weinreben. Ich presste sie in des Pharaos Becher und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Die 3 Reben bedeuten, dass der Pharao dich in 3 Tagen freilassen wird. Und du wirst wieder sein Becherträger sein. Ich danke dir, Josef. Nein, danke Gott, mein Freund. Wenn du frei bist, erzähl bitte dem Pharao von mir. Sag ihm, dass ich nicht an diesem schlimmen Ort sein sollte. Ich versprech's. Genug von dir, ich bin dran. In meinem Traum hatte ich einen Korb auf dem Kopf. In dem Korb waren Backwaren für den Pharao. Plötzlich kamen 3 Vögel und fraßen den Korb völlig leer. Was hat das zu bedeuten? In 3 Tagen wirst auch du dieses Gefängnis verlassen. Ich wusste es. Ich bin zu wichtig, um länger hier zu bleiben. Warte, es geht noch weiter. Alles, was du besitzt, wird dir genommen werden. Du wirst der strengsten Bestrafung des Pharaos zugeführt. Es tut mir leid. Alles, was Josef gesagt hatte, bewahrheitete sich. Aber der Becherträger vergaß, dem Pharao von ihm zu erzählen. Und er blieb 2 lange Jahre im Gefängnis. Bis eines Tages. Oh, was für ein seltsamer Traum! Der Pharao rief die weisesten Männer seines Königreiches zu sich. Vielleicht würden sie seinen Traum verstehen. Aber keiner von ihnen hatte eine Antwort. Dann erinnerte sich der Becherträger seines Versprechens an Josef. O Pharao, es gibt einen weisen Mann in eurem Verlies, der vielleicht euren Traum erklären kann. Josef, ich träumte, ich stünde am Ufer des Nils, als 7 fette Kühe aus dem Wasser kamen. Und dann kamen 7 magere Kühe aus dem Fluss. Und plötzlich fraßen die mageren Kühe die Fetten auf. Was soll das bedeuten? Mein Gott sagt dir, was er geplant hat. Die 7 fetten Kühe bedeuten, dass es 7 fruchtbare Jahre mit reichlich Nahrung für alle geben wird. Aber die 7 mageren Kühe bedeuten, dass danach 7 Jahre lang keine Früchte wachsen werden und dein Volk keine Nahrung haben wird. Das ist ja schrecklich, fürchterlich. Nein, Pharao. Gott schickt euch diese Nachricht, damit ihr euch vorbereiten könnt. Baut Lager, um Nahrungsmittel aufzubewahren, die in den 7 Jahren des Überflusses wachsen. Dein Volk wird reichlich zu essen haben. Es ist wahr. Du bist von Gottes Geist erfüllt. Das ist der weiseste Mann meines Königreichs. Wir werden Lager bauen und Nahrung aufbewahren. Und es gibt nur einen Mann, dem ich ein so wichtiges Unterfangen anvertrauen kann. Diesen Mann, Josef.
Josef ging gleich an die Arbeit. Und bald quollen die Lager über vor Getreide und standen voller Vieh. Aber Josefs größte Errungenschaft war, dass das Volk ihn liebte. Gott hatte Josef geholfen, diese wunderbaren Dinge zu tun, und Josef vergaß nie, ihm zu danken. 7 Jahre später kam die schreckliche Dürre, vor der Josef gewarnt hatte. Kein Vieh konnte gedeihen, nicht einmal in Josefs altem Zuhause in Kanaan. Wir haben keine Nahrung, Vater. Ein weiser Führer in Ägypten hat Nahrung für 7 Jahre eingelagert. Er verkauft es an jeden, der es braucht. Dann gehen wir ihn treffen und sein Getreide kaufen. Benjamin nicht. Ich will, dass er sicher bei mir bleibt. Josef erkannte seine Brüder wieder. Seid gesegnet, großer Herr. Aber sie erkannten ihn nicht. So gab er vor, ein Fremder zu sein. Woher kommt ihr? Aus Kanaan, großer Herr. Auf der Suche nach Nahrung für unsere Familie. Ihr seid Spione! Nein, wir sind Brüder einer 12-köpfigen Familie. Bitte glaubt uns. Lügner, ihr seid zusammen nur 10. Ein Bruder wurde getötet und Benjamin, der Jüngste, ist zu Hause geblieben. Ich werde euch Getreide verkaufen. Aber um eure Ehrlichkeit und Unschuld zu beweisen, bringt das nächste Mal diesen jüngeren Bruder mit. Ich werde einen von euch hier behalten, bis ihr zurück seid. Oh nein! Das kann doch nicht! Versprecht ihr es? Wir versprechen es. Gott bestraft uns dafür, dass wir Josef in die Sklaverei verkauft haben. Er flehte uns an und wir haben ihn verraten. Ich habe keine Zeit mehr für euch. Nehmt euer Getreide und geht. Und denkt an euer Versprechen. Vater, wir hatten keine Wahl. Oh, Simeon, mein Sohn, ein Gefangener in Ägypten. Aber sieh, Vater, wir haben das Getreide. Hey, mein Geld ist hier in dem Sack. Nun wird uns der Pharao auch noch als Diebe beschuldigen. Jakob wollte keinen weiteren Sohn an Ägypten verlieren. Also versuchte die Familie, ihre Nahrung einzuteilen. Aber bald war alles verbraucht. Wir gehen nach Ägypten. Und Benjamin muss mitkommen. Nein, er wird im Verlies enden wie Simeon. Wir haben es versprochen, Vater. Wenn Benjamin nicht mitkommt, bleibt Simeon im Gefängnis. Und der ägyptische Führer verkauft uns kein Getreide. Benjamin wird unversehrt zurückkehren. Ich verspreche es. Wenn er nicht zurückkommt, Judah, werde ich vor Trauer sterben. Geht es eurem Vater gut? Ja, Sir. Gut. Gott hat dich gesegnet. Und ihr habt Wort gehalten. Also tue ich das Gleiche. Hey! Ja! Hey!
Dann gingen die Brüder wieder. Aber Josef hatte seinem Diener gesagt, er solle heimlich seinen Silberbecher in einem der Säcke platzieren. Halt! Warum vergeltet ihr Gutes mit Bösem? Einer von euch hat meinen Silberbecher gestohlen. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Dieb! Für dieses Verbrechen wirst du als mein Sklave hier in Ägypten bleiben. Als Sklave? Was geht dir vor? Bitte, wenn Benjamin nicht mit uns zurückkehrt, wird unser Vater vor Kummer sterben. Er bleibt. Oh nein! Nehmt mich an seiner Stelle! Nein, nehmt mich! Bitte, großer Herr! Als ihr mich so hintergangen habt, dachtet ihr, es sei etwas Böses. Aber letzten Endes hat Gott es in etwas Gutes verwandelt. Ich kam nach Ägypten und half, eine Nation vor dem Hungertod zu retten. Ich bin es, Benjamin! Josef! It's true, I'm Joseph. Oh, can't you tell it's me? Look closer and you'll see the eyes of your lost brother. I am so glad to have my family gathered here. It's so good to know you're near God's plan for me to be just who I am. It's true, you see, it's really me. What's done is over. Oh, brothers, dry your tears. It was God who sent me here. Used for good. Who'd have thought he would choose me? It's really me. Even I can hardly believe you are standing here after all these years. It was God's plan for me to be just who I. Holt eure Familien und unseren Vater und kommt zu mir nach Ägypten. Josef, Gott sei gepriesen, du bist gesund und munter. Josef und seine Familie trennten sich niemals wieder. Und Gott, der ihnen geholfen hatte, die Hungersnot zu überstehen, ließ eine große Nation aus seiner Familie hervorgehen. So lernte Josef, selbst wenn schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln. Vor vielen Jahren lebte in einem Land namens Ägypten ein sehr böser König. Ägyptische Könige nannte man Pharaonen. Hmph!
Schneller! Besser! Mehr! Der Pharao ließ das gesamte Volk von Israel, das in Ägypten lebte, als Sklaven arbeiten. Sie mussten die Gebäude erbauen und viele schwere Arbeiten verrichten. Sie hatten keine Zeit zu ruhen und nur sehr wenig zu essen. Sie waren nicht frei und sie waren sehr unglücklich. Aber die schlimmste Sache war, als der Pharao eines Tages beschloss, alle erstgeborenen Söhne der Israeliten zu töten. Oh nein! Mein Baby bekommen sie nicht. Ich finde einen Weg, ihn zu retten. Jochebed, die Mutter von Moses, beschloss, ihren Sohn den Fluss hinabschwimmen zu lassen. Sch, hab keine Angst. Der Pharao wird dir nichts tun. Deine Schwester Miriam wird bald hier sein und sich um dich kümmern. Was ist das? Ein Baby. Oh, dieses arme Baby braucht ein Zuhause. Ich werde es zum Palast bringen und dort für es sorgen. Verzeiht mir, Prinzessin. Falls ihr eine Amme für das Baby braucht, ich kenne eine, die in der Nähe lebt. Ihr Name ist Jochebed. Vielen Dank. Bring sie zum Palast. Sie nannten das Baby Moses. Und er wurde im Palast des Pharaos als Ägypter aufgezogen. Aber Jochebed war in seiner Nähe, um ihn zu lehren, was richtig und was falsch war. Moses, es ist Zeit für deinen Unterricht. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sicher habe ich das. Als ich heute Morgen draußen war, habe ich einen Sklavenaufseher gesehen, der einen Israeliten schlug. Das war falsch, Moses. Alle Menschen sollten mit Respekt behandelt werden. Und Jochebed lehrte ihn, dass die Israeliten in Ägypten unglücklich waren, weil sie nicht frei sein konnten. Viele Jahre später, als Moses zu einem starken, jungen Mann herangewachsen war, kam er hinzu, als einige Ägypter die Israeliten schlecht behandelten. Du bist faul! Steh auf und geh sofort zurück an die Arbeit, oder ich? Lass ihn in Ruhe. Du sollst niemanden so behandeln. Er verdient es. Er gibt vor, müde und hungrig zu sein, weil er zu faul zum Arbeiten ist. Ich werde ihn lehren, so etwas. Lass ihn in Ruhe. Es war sehr ungewöhnlich, einem Israeliten auf diese Weise zu helfen. Alle erzählten einander, was geschehen war. Moses war sicher, das Richtige getan zu haben. Aber er wusste, dass der Pharao sehr wütend sein würde. Und so verließ Moses heimlich Ägypten, in dem Wissen, dass er eigentlich ein Israelit war. Er wollte in einem anderen Land sein, wo er nicht mit ansehen musste, wie schlimm sein Volk behandelt wurde. Nach einer 40-tägigen Wanderung gelangte Moses in das Land Midian. In Midian heiratete Moses und gründete eine Familie. Er lebte so lange in Midian, dass er Ägypten beinahe vergessen hatte, genau wie die armen Israeliten. Bis zu einem Tag, an dem Moses eine Schafherde hütete, oben in den Bergen. Dort geschah es, dass er ein erstaunliches Zeichen sah. Komm her, kleiner Kerl! Ich krieg dich! Jetzt hab ich dich. Moses! Komm näher. Oh, wer ist da? Gott
Die Israeliten in Ägypten sind unglücklich, weil sie nicht frei sind. Geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk ziehen lassen. Warum hast du mich auserwählt? Hab keine Angst. Ich werde bei dir sein. Aber werden sie mir glauben? Ich werde dir Zeichen geben, um dem Volk zu zeigen, dass ich dir beistehe. Wirf deinen Stab zu Boden. Nun nimm ihn am anderen Ende wieder auf. Vertrau mir, das Volk wird dir glauben. Jetzt geh. Und so ging Moses zurück nach Ägypten, um zu tun, was Gott gesagt hatte. Bist du Moses? Ich habe von dir gehört. Warum bist du wiedergekommen nach all diesen Jahren? Ich bin hier, weil Gott mich geschickt hat. Er will, dass ihr das Volk von Israel freilasst. Oh, will er das, ja? Zu schade für ihn. Wer ist dieser Gott überhaupt? Ich habe nie von ihm gehört. Ihr etwa? Nein, Sir, eure wunderbarste königliche Hoheit. Na also, dein Gott kann gar nicht existieren. Richtig? Ja, Sir, euer wunderbarste königliche Hoheit. Genau. Du da, komm her. Wir sind zu freundlich zu den Israeliten. Nach all dem haben sie noch immer einen starken Gott auf ihrer Seite. Sag meinen Sklaventreibern, sie sollen ihnen kein Stroh mehr für ihre Hütten geben. Von nun an sollen sie ihr Stroh selbst suchen. Ja, eure wunderbarste Königliche. Ich sagte, geh! Ha! Versuch nicht, mir zu sagen, was ich tun soll. Ich bin der Pharao. Es ist Zeit für euer Bad, eure königliche Hoheit. Ich werde nicht so leicht aufgeben. Und so kam Moses wieder. Gott will, dass ihr die Israeliten ziehen lasst. Hatten wir das Thema nicht bereits? Es braucht ein Wunder, bevor ich mir nur ein weiteres Wort von dir anhöre. Seht die Macht Gottes! Des einzigen wahren Gottes. Oh! Ruhe! Nichts als alberne Tricks. Abgesehen davon, sieh mal hier. Überlegst dir gut, bevor du wieder versuchst, mich reinzulegen. Ich versuche nicht, euch hereinzulegen. Ich warne euch. Gott kann viele Wunder bewirken. Ha! Das beweist gar nichts. Geh mir aus den Augen. Ich komme wieder. Und am nächsten Morgen kehrte Moses zurück. Pharao, lasst die Israeliten ziehen. Wenn ihr euch weigert, wird Gott Ägypten mit Plagen überziehen. Die Plagen werden viele schlimme Dinge bewirken. Nein! Dann seht die Macht Gottes selbst. Das ist Blut! Nur ein neuer magischer Trick. Verschwinde. Du? Schon wieder? Was willst du jetzt? Lasst mein Volk ziehen. Wenn nicht, wird Gott Frösche über das Land herfallen lassen. Frösche werden eure Nahrung essen und in eurem Bett schlafen. Frösche? Ich liebe Frösche. Mensch, als ich ein kleiner Junge war... Ach, das ist jetzt nicht wichtig. Wen kümmern ein paar Frösche?
Verschwinde von hier! Sucht Moses und bringt ihn zu mir. Sofort! Du, vertreib diese Frösche! Versprecht ihr, die Israeliten freizulassen? Ja, ja, lass einfach diese ekligen Dinger verschwinden. Gott ließ die Frösche verschwinden, aber der Pharao brach sein Versprechen. Er ließ das Volk von Israel nicht frei. So ließ Gott mehr Plagen über Ägypten kommen. Gott ließ Mengen und Mengen von Fliegen über Ägypten herfallen. Die Fliegen waren überall. Werdet ihr mein Volk nun ziehen lassen? Kein Winkel war von Fliegen verschont. Aber der Pharao wollte die Israeliten noch immer nicht freilassen. So wurden seine Tiere sehr krank. Und dann bekamen die Ägypter Beulen auf der Haut. Und furchtbarer Hagel fiel vom Himmel. Und dann kamen die Heuschrecken. Und fraßen all ihre Kleider. Als nächstes verdunkelte sich das Land für volle 3 Tage. Jedes Mal, wenn Ägypten von einer Plage heimgesucht wurde, versprach der Pharao, die Israeliten freizulassen. Aber jedes Mal änderte er seine Meinung und brach sein Versprechen. Werdet ihr mein Volk ziehen lassen? Nein, das werd ich nicht! Ich habe versucht, euch zu warnen, aber ihr hört nicht zu. Hört auf mich, sonst werdet ihr es bitter bereuen. Die letzte Plage wird die schlimmste sein. Alle erstgeborenen Söhne Ägyptens werden sterben. Was hat dein Gott getan? Er hat mir meinen Sohn genommen. Verlasse Ägypten augenblicklich und nimm dein Volk mit dir. Moses sagte den Israeliten, sie sollten sich bereit machen, Ägypten umgehend zu verlassen. Er wusste, der Pharao könnte seine Meinung bald wieder ändern. So packten sie und verließen Ägypten, so schnell sie konnten. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich gehen. Es ist, wie Moses es versprochen hat. Ein Land, in dem wir frei sein werden? Es scheint wie ein Traum. Aber es ist kein Traum. Endlich sind wir auf dem Weg nach Hause. Sing a while for a while, then scatter to and fro. Trusting Moses knows his way, singing as we go. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. The day has dawned to journey on to a brand new land.
Joseph's sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Mighty Moses and the Israelites, thousands of sandals in the sand. Mighty Moses, what an amazing sight, leading us on to the promised land. Und so endlich verließ das Volk von Israel Ägypten auf dem Weg in ihre Heimat, ein Land der Freiheit. Am Tag führte sie eine Rauchsäule und in der Nacht zeigte ihnen eine Flammensäule den Weg. Aber im Palast hatte der Pharao seine Meinung aufs Neue geändert. Ich war ein Narr, sie ziehen zu lassen. Wer baut unsere Pyramiden und pflanzt unsere Nahrung und fächelt mir Luft zu, wenn es heiß ist? Wir müssen die Israeliten zurückholen. Holt meinen Wagen! In der Zwischenzeit hatten die Israeliten das Rote Meer erreicht. Moses, sieh nur, hinter uns! Die Armee des Pharao! Sie werden bald hier sein. Oh nein! Moses, was hast du uns angetan? Es wäre besser gewesen, unglücklich in Ägypten zu leben, als hier in der Wüste zu sterben. Habt keine Angst. Gott wird uns schützen. Eile nicht, Moses. Ruht heute Nacht. Morgen früh erhebe deine Hand und halte deinen Stab über das Meer. Es wird sich teilen und ihr werdet es trockenen Fußes überqueren können. Ja! Vorwärts! Ja! Wir bleiben bis zum Morgen hier. Dann fangen wir sie wieder ein. Und als der Morgen anbrach, stand Moses am Meer und hob seinen Stab über dem Wasser. Und das Meer teilte sich, genau wie Gott es versprochen hatte. Kommt mit, folgt mir! Hinterher! Da kommen sie wieder! Was sollen wir nur tun? Wartet einfach. Dann ergoss das Meer sich über die ägyptische Armee und hielt sie auf. Hab Dank, Gott, dass du uns gerettet hast. Auf ihrem Weg nach Israel durchquerten die Israeliten die Wüste Sinai. Wenn sie hungrig wurden, schickte Gott ihnen Nahrung. Mama, schau! Was ist das? Es war süßes, schmackhaftes Brot, das Gott schickte, um die Menschen zu ernähren. Die Israeliten nannten es Manna. Das bedeutet, was ist das? Wenn die Israeliten durstig waren, schickte Gott ihnen Wasser. Ich
Ich will lieber Milch haben. Als die Israeliten den Berg Sinai in der Mitte der Wüste erreichten, schlugen sie am Fuße des Berges ihr Lager auf. Es war an der Zeit, dass Gott dem Volk seine Gesetze gab. Was geschieht hier, Moses? Was will Gott von uns? Gott ruft mich. Ich bin sicher, er hat große Pläne für uns. Ich muss weitergehen. Und Moses erklomm den Gipfel des Berges. Ich bin bereit für dich. Ich habe Gesetze, die ich dem Volk von Israel übergeben will. Wenn sie diese befolgen, werde ich das Volk schützen. Meißle mir zwei Steine zurecht, dann schreibe ich sie auf. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Gott schrieb noch mehr Gesetze auf. Er sagte Moses, wie er ein Haus der Verehrung bauen sollte, in dem die Israeliten zu Gott beten konnten. Gott sagte Moses auch, dass alle Menschen am siebten Tage ruhen sollten, so wie er es getan hatte, als er die Welt erschuf. Hab Dank, Gott. Und so führte Moses das Volk von Israel zurück in ihr Heimatland, mit der Macht Gottes und seinen heiligen Gesetzen. Diese Gesetze nennt man die 10 Gebote. Während der ganzen langen Reise half Gott Moses, sein Volk nach Hause zu führen. Die 12 Stämme Israels waren von Moses aus Ägypten geführt worden. Gott hatte ihnen ein Heimatland versprochen, ein Land namens Kanaan. Aber als sie dort eintrafen, fürchteten sich viele Israeliten vor den Armeen Kanaans. Sie vertrauten nicht darauf, dass Gott ihnen helfen würde, ihren Kampf zu gewinnen. Sie wollten zurück nach Ägypten gehen, wo sie Sklaven gewesen waren. Gott entschied, dass sie nicht in das gelobte Land einziehen durften, solange sie ihm nicht vertrauten. Und so ließ er sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Nach 40 Jahren führte Gott die Kinder der 12 Stämme Israels erneut ins gelobte Land. Aber anstatt dass es eine Zeit der Freude war, waren die Israeliten von Traurigkeit erfüllt. Ihr Anführer, Moses, war gestorben. Und sie hatten niemanden, der sie in ihre neue Heimat führen würde. Jungen, benehmt euch anständig. Ihr wisst, heute gedenken wir Moses. Josua, der Moses während der 40 Jahre geholfen hatte, erinnerte sich auf seine eigene, besondere Weise an den großen Anführer. Kommst du mich aufzuheitern, Turnip? Was wird mit unserem Volk geschehen, nun da Moses fort ist? Wer wird uns ins gelobte Land führen?
Warum nicht du, Josua? Turnip, du hast gesprochen. Ich bin es, Josua. Gott? Ich habe dich auserwählt, Josua, das Volk der Israeliten ins gelobte Land zu führen. Nein, ich kann nicht. Du hast Moses geholfen. Aber er war ein großer Führer. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mann, ein einfacher Diener. Hab keine Angst. Es steckt Größe in jedem Mann, der Hoffnung in sich trägt, Josua. Gott? Wo ist das Land, das du uns versprochen hast? Schau westwärts. Was siehst du? Den Wüstensand und den Fluss Jordan. Und dahinter Gebirgsausläufer und grüne Wälder. Das gelobte Land. Führe dein Volk, Josua. Aber ich bin kein Führer. Ich habe Angst. Ja, du wirst vielen Gefahren gegenüberstehen, aber sei stark. Vergiss nicht, ich werde euch nie verlassen. Weil Josua Gott liebte und seine Gebote befolgte, beschützte Gott ihn. Gottes Gesetze, bekannt als die 10 Gebote, waren auf Steintafeln gemeißelt und befanden sich im Innern der heiligen Bundeslade. Die Strömung ist sehr stark. Die Überquerung wird schwierig. Ah, das ist närrisch. Josua zu folgen, als wäre er Moses. Kommst du, Aram? Kommt, wir wollen sehen, was geschieht. Wie wär's da drüben, Josua? Ich sehe nach, wie tief es ist. Glaubst du, du kommst hinüber, Kleiner? Komm schon, es ist nur ein bisschen Wasser. Wer seid ihr? Geht fort! Ich bin Josua, Führer der Israeliten. Gott hat uns dieses Land versprochen. Hat er das? Ich bin der König von Jericho und ihr kommt nicht herein. Wir werden von dem reißenden Fluss und dem stärksten Wall der Welt geschützt. Falls ihr diesen Fluss überqueren könnt, seid besser auf einen Kampf vorbereitet. Unser Gott schützt uns, wie er Moses, unseren Anführer, beschützt hat. Ich habe gehört, dass euer Gott das Rote Meer geteilt hat. Aber hier hat er keine Macht. Bleibt Jericho fern oder meine Armee wird euch vernichten. Was sollen wir tun, Josua? Vertrauen haben und den Fluss überqueren, wenn Gott es uns sagt. Ihr habt Josua gehört, also erzählen wir es den anderen. Ich mache mir Sorgen wegen dieses Königs von Jericho. Er ist wie das Wasser dieses Flusses. Gefährlich. Josua. Ja, Gott? Hab keine Angst vor dem König. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch schützen. Und Josua vertraute auf Gott. Er benannte 2 Männer, die sich nach Jericho einschleichen und ihm von des Königs Armee berichten sollten. Eins, 2, 3 Soldaten! Der dritte ist winzig. Ich zähle ihn nur als halben Soldaten. Aram, wir sind Spione. Das bedeutet, wir müssen leise sein. Leise, ja, richtig. Spion! Oh, König, ich bin nur ein harmloser reisender Kaufmann. Lügner! Du bist ein Fremder in Jericho. Das bedeutet, du bist ein Spion. Hey! Shh. Aber das kann er nicht machen. Noch mehr Spione!
Israelische Spione! Ach, verstehst du das unter leise sein? Fangt sie! Haltet die Spione! Fangt die Israeliten! Ja! Da hinten! Schneller! Da sind sie! Sie müssen hier irgendwo sein! Versucht es an der Straße! Gott, helfe uns! Was machen wir jetzt? Psst! Hierher, schnell! Mein Name ist Rahab. Ich helfe euch. Hier entlang. Hier drunter. Schnell. Öffne die Tür. Befehl des Königs. Aus dem Weg. Die israelischen Spione. Habt ihr sie gesehen? Sie waren hier, aber sie liefen auf die Stadttore zu. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie vielleicht noch. Der König wird sehr ungehalten sein, wenn ihr sie entkommen lasst. Rahab sagte den Israeliten, dass sie aus ihrem Verstecken kommen konnten. Was du getan hast, war sehr mutig. Warum hast du dein Leben für uns riskiert? Zwei Fremde! Jeder in Jericho weiß, dass die Israeliten in unser Land kommen. Wir haben gehört, dass euer Gott den hohen Himmel beherrscht und die Erde hier unten. Er ist so machtvoll. Er hat für Moses das Rote Meer geteilt. Nun haben unsere Männer Angst, euch zu bekämpfen. Geht, versteckt euch 3 Tage in den Bergen. Dann seid ihr sicher. Gott segne dich, Rahab. Du bist sehr freundlich. Wartet. Ich habe euch Freundlichkeit erwiesen. Wenn euer Volk die Stadt angreift, bitte, verschont meine Familie und mich. Versprochen, Rahab. Lass dieses rote Seil von deinem Fenster hängen. Es wird ein Zeichen sein, dass niemand in diesem Haus verletzt werden darf. Josuas Spione taten, wie Rahab ihnen gesagt hatte. Und nachdem sie sich 3 Tage in den Bergen versteckt hatten, liefen sie zurück zum Lager und erstatteten Bericht. Das hat Rahab uns gesagt, Josua. Alle in Jericho haben Angst vor uns. Wir können den König von Jericho schlagen. Da bin ich nicht so sicher, Aram. Er hat eine Menge Soldaten. Sie sind so klein. Lasst uns zu Gott beten und ihm danken. Er hat getan, was er versprach. Das gelobte Land gehört uns. Am nächsten Tag marschierten die 12 Stämme auf Kanaan zu. Aber wie Gott es Josua gesagt hatte, war es nicht einfach, in ihr Heimatland einzuziehen. Wie sollen wir den Fluss sicher überqueren? Bitte, Gott, gib mir Antwort. Das Wasser ist zu reißend. Wie sollen wir die Kinder und Tiere hinüberbringen? Hab keine Angst. Gott hat mir einen Weg gezeigt. Bringt die Bundeslade her. Josua dirigierte die Priester, die Bundeslade in den Fluss zu lassen und dort zu halten. Die Israeliten waren verwirrt. Was hatte Josua im Sinn? Das kann nicht sicher sein. Josua weiß nicht, was er tut. Erblickt die Macht Gottes. Vor den Augen der Menge geschah ein Wunder. Die Priester,
stemmten die Bundeslade hoch und Gott hielt das Wasser zu. Wie damals, als Moses das Rote Meer teilte. Dann ist es wahr. Gott ist mit Josua. So wie er mit Moses war. Ja! Hurra! Ein Hoch auf Josua! Das Vertrauen der Israeliten in Josua wuchs und wuchs. Sie wussten, dass sie nun den Fußstapfen Moses folgten. Josua, wähle 12 Männer, einen aus jedem Stamm. Sag ihnen, sie sollen 12 Steine aus der Mitte des Flusses holen, von dort, wo die Priester standen. Nehmt sie mit und legt sie dort ab, wo ihr heute Nacht ruhen werdet. In der Zukunft werden eure Kinder euch fragen, was die Steine bedeuten. Und ihr werdet ihnen sagen, dass das Wasser stillstand, als die heilige Bundeslade mit Gottes Hilfe den Fluss überquerte. Diese Steine werden die Israeliten immer daran erinnern. Eines Abends ging Josua nahe Jericho spazieren. Ich habe Gottes Anweisungen ohne Frage befolgt. Ich versuche, ein Führer zu sein, aber ich bin kein Soldat. Wie kann ich den König und seine Armee bekämpfen? Josua! Gott? Wie sollen wir den Feind bekämpfen? Ihr werdet weder Schwert noch Rüstung brauchen, Josua. Hab einfach Vertrauen in mich. Um die Armee Jerichos und seinen König zurückzuschlagen, müsst ihr Folgendes tun. Früh am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten eine lange Linie bilden. Vergesst nicht, folgt Gottes Anweisungen. Nicht ein Wort, kein Geräusch von keinem von euch. Zuerst kamen 7 Priester, die Widderhörner bliesen. Dann die Bundeslade. Dann die gerüsteten Männer. Sie marschierten einmal um die große Stadt herum. Das ist kein Kampf! Das ist eine Parade! Nun, ich schätze, wir haben gewonnen. Wann greifen wir die Stadt an, Josua? Das tun wir nicht. Morgen umkreisen wir sie wieder.
Was? Schon wieder marschieren? Und genau wie heute muss jeder still sein. Keinerlei Kriegsgeschrei. Die einzigen Geräusche dürfen von den Widderhörnern kommen. Und so marschierten die Israeliten um Jericho herum. Jeden Tag, 6 Tage lang. Und 6 Tage lang geschah nichts. Ihr Israeliten seid Narren! Und der größte Narr ist euer Anführer, Josua! Am Morgen des 7. Tages waren Josuas Leute ruhelos. Josua, du weißt einfach nicht, was du tust. Unser Volk will nicht mehr im Kreis herumgehen. Wir brauchen einen Soldaten als Führer. Ja, lass uns kämpfen. Ihr habt recht. Ich bin kein Soldat. Aber ich habe Vertrauen in Gott. Er hat Moses nicht verlassen und er wird auch uns nicht verlassen, solange wir ihm vertrauen. Dies ist der 7. und letzte Tag. Wer wird mit mir kommen? Ich gehe mit! Wir alle! Sagt allen, wir werden marschieren! Und so marschierten sie. Aber anstatt die Stadt nur einmal zu umkreisen, wie sie es in den letzten 6 Tagen getan hatten, sagte Josua ihnen, Gott wollte, dass sie 7-mal herumgingen. Und beim 7. Mal machten sie etwas ganz anderes. Schreit! Brüllt! Schreit, dass der Himmel euch hören kann! Schreit, dass Gott uns Jericho gegeben hat! Endlich! Jericho ist unser! Gott hat das gelobte Land! Ja! Hurra! Jericho! For 40 years we wandered through the desert sand, hoping we could find God's promised land. And now it's here before us, behind a fortress tall. But it will not be ours until we bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. Shake this city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. We believe in God, that He is with us here. His power is much greater than that army over there. Our enemies are laughing, but their kingdom soon will fall. When we raise our voices, we will bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake the city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. So shout out loud, shout out strong. That wall around the city won't keep us out for long. Sing to God, one and all. That land that we were promised is right behind those walls. Bring down the walls. Mit ihren Stimmen, den Widderhörnern und ihrem Vertrauen in Gott eroberten die Israeliten Jericho.
Josua, diese Leute haben uns geholfen. Rahab, ihre Mutter und ihr Vater. Du bist eine mutige Frau, Rahab. Gott hat dich und deine Familie beschützt wegen deines Vertrauens und deiner Hilfe an meinen Leuten. Können wir bleiben und euch beitreten, Josua? Nichts würde mich glücklicher machen. Fass mich nicht an, Israelit! Ihr wagt es, mich so zu behandeln? Ich bin der König! Du warst der König. Als ich sagte, Gott hat uns dieses Land versprochen, hast du gelacht und mich einen Narren genannt. Wer ist jetzt der Narr? Ihr könnt doch nicht... Ja! Ja! Hat jemand Tonet gesehen? Für dich. Perfekt. Meine Freunde, unsere Tage der Wanderschaft sind vorbei. Wir sind zu Hause. Nachdem Jericho erobert war, entwickelten die Israeliten sich weiter und weiter und erschlossen immer mehr Land. Ihre Tage der Wanderschaft waren vorbei. Dank Josua und den Israeliten, die Gott vertraut hatten.